So, wer war denn das? Erstmal hier mit den Wildschweinen. Brandon. Die aggressiven Wildschweine sind erledigt. Ihr könnt wieder an die Arbeit gehen. Endlich mal jemand von euch, der sich um unsere Sorgen kümmert. Danke, Krieger. Hier hast du mein Gold. Hier hast du mein Gold, ja, 30 Stück, super. Wenn wir bedenken, dass wir für den ganzen alten Scheiß, den wir in Ardea gesammelt haben, 2300 gekriegt haben, ist das schon ziemlich sinnfrei. Und das ist, glaube ich, das Quest mit der beschissensten Aufwand- oder Nutzen-Kosten-Rechnung. Nein, Nutzen-Ertrag-Rechnung, sagen wir es mal so. Nein, Mann, wer ist das denn? Aufwand-Ertragsverhältnis oder irgendwie sowas. Also es ist ziemlich gefährlich erstmal gegen die Wildschweine zu kämpfen, auch wenn es bei uns jetzt gut geklappt hat und wir kriegen bloß beschissene 30 Goldstücke dafür. Das ist sinnlos. Also das Quest ist echt lächerlich und wir müssen jetzt zu Gelfort. Ja, das ist ja der Richtige hier. Die wandernde Ork-Patrouille ist zerschlagen. Sehr gut. Sie waren uns schon sehr nahe gekommen. Gute Arbeit. Hier ist dein Teil von unserem Gold. Das ist alles? Na super. Aber hier kriegen wir schon mal 500. Das ist schon mal ein ganzes Stück mehr. Und so viel mehr Aufwand ist es auch nicht, gegen die Orks zu kämpfen, finde ich zumindest. Jetzt können wir endlich nach... Hallo? Ich hasse meinen Laptop heute mal wieder. Jetzt können wir endlich nach Redok runtergehen. Also es gibt so Tage, da möchte ich meinen Laptop einfach gegen die Wand schmeißen, weil ich nicht verstehe, was für verfluchte Probleme das Gerät hat. Das ist wirklich eigentlich ein Spiel, das läuft ohne Probleme normalerweise in jeder Detailstufe. Mit Fraps gut, dann habe ich es halt auf niedriger Detailstufe. Aber dass das jetzt so hin und her hüpft hier, das geht mir auch tierisch auf den Keks gerade. Das geht mir richtig auf den Wecker. Und hier haben wir einen Feuermagier, Sebastian, mit dem wir jetzt mal reden. Was? Ach so, ich bin etwas schreckhaft. Tut mir leid. Schon okay. Was kann ich für dich tun? Ja, zuerst könntest du uns sagen, wer du bist. Wer bist du? Sebastian. Mein Name ist Sebastian. Ha! Ich bin der Alchemist hier in Redok. Supi, supi. Du trägst die Kleidung eines Feuermagiers. Vor dem Krieg war ich hoher Magier des Feuers. Es kam der Tag, an dem wir Feuermagier unsere Runenmagie verloren. Und kurz darauf war der Krieg vorbei. Die Robe ist alles, was mir von meiner Würde geblieben ist. Ja, und schon wieder jammert jemand über den Krieg. Damit steigt unser Jammer-Counter auf 2. Warum habt ihr Feuermagier die Magie verloren? Ich habe schon viele schlaflose Nächte hier verbracht, um diese Frage zu beantworten. Ich weiß nur, dass wir den Orks ohne die Runenmagie nicht mehr viel entgegensetzen konnten. Viele Feuermagier wurden getötet. Und die, die das Fiasko überlebten, flohen in die Wälder. Ja, in dieses tolle Rebellennest hier. Was wirst du nun tun? Ich werde hier in Redok bleiben und die alten Schriften unserer Vorfahren studieren. Legenden besagen, dass das alte Volk eine eigene Art der Magie besessen hat. Sie war völlig losgelöst von Hilfsmitteln wie unseren Runen, von denen wir unsere Macht bezogen. Ja, genau, die beherrscht er noch nicht. Seltsamerweise kann er uns trotzdem dann was über alte Magie beibringen oder über altes Wissen, was quasi die Magiefähigkeit ist, aber das sehen wir gleich. Erzähl mir mehr über die Magie des alten Volkes. Sicher ist nur, dass es das alte Volk gegeben hat und man ihre alten Artefakte in ihren Ruinen auch heute noch überall finden kann. Der einzige Weg, mehr über ihre Magie zu erfahren, ist, die Geheimnisse dieser Ruinen zu lüften. Alle überlebenden Feuermagier untersuchen das alte Wissen. Ja, machen sie. Also die alte Magie soll ja angeblich schon früher nur von den mächtigsten Magiern überhaupt beherrscht worden sein oder von den mächtigsten Menschen, den weisesten Menschen. Und dann sollten das ja jetzt, wo die Magie eigentlich verschollen ist und vergessen, sollte ja niemand mehr etwas darüber wissen. Seltsamerweise können wir, wie gesagt, ihr altes Wissen erlernen und das kann jeder zweite Pimp hier uns beibringen. Und wenn wir die angreifen, die Magier, dann können die seltsamerweise auch mit Magie antworten. Also es ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Zumal man einfach an einen dieser Schreine gehen kann, wie wir ihn schon in Ardea gesehen haben. Und dort die Magie erlernen kann für ein bisschen Gold. Erzähl mir etwas über Alchemie. Es ist die einzige Möglichkeit, sich ohne die Magie zu heilen und zu stärken. Ich bin kein Experte, jedoch reichen meine Fähigkeiten aus, Redok mit dem Nötigsten zu versorgen. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen darüber. Lehre mich dein Wissen über Alchemie. Das werde ich gerne tun. Ich habe nur leider gerade nicht genug Zutaten da, um es dir zu zeigen. Wenn du mir 10 Heilpflanzen besorgen kannst, teile ich mein Wissen mit dir.
Na, so eine Überraschung, wie das nur kommt, dass wir gerade 10 Heilpflanzen parat haben, ich weiß auch nicht. Hier. Ich besorg dir Heilpflanzen. Diese Pflanzen wachsen fast überall. Ich denke, es wird kein Problem für dich sein, sie zu finden. Ja, hier. Hier hast du 10 Heilpflanzen. Prima. Jetzt kann ich mein Wissen mit dir teilen. Ja. Und damit steigt unser Ruf in Redox schon das erste Mal und wir haben auch weitere Alchemiekenntnisse dazu erlangt und können jetzt hier was lernen. Über Alchemie bei. Also Alchemie, falls wir das jetzt steigern wollten, könnten wir das tun. Die Alchemie ist nicht bloß dazu da, um Tränke zu brauen, wie wir es hier haben, die dann unser Leben regenerieren oder unser Mana. Die könnten auch mit Tränken, also die Tränke könnten auch hier permanent irgendwas erhöhen, irgendwelche Statusfähigkeiten. Wollen wir alles nicht. Die können aber auch andererseits zum Beispiel Klingen vergiften, gibt es dann später noch. Und wir können andere Pfeilsorten herstellen, wie zum Beispiel die Feuerpfeile. Wollen wir jetzt alles nicht. Vielleicht können wir später mal wegen Heiltränken und so reinschauen. Aber ich glaube, eigentlich sollten die reichen, die wir so unterwegs finden werden. Ansonsten haben wir jetzt hier noch... Ja, erzähl uns mal was über die Artefakte. Erzähl mir mehr über die Artefakte des alten Volkes. Die Orks sind wie besessen auf der Suche nach diesen wertvollen Relikten. Jeder Händler im Land weiß das und wird dir einen entsprechend hohen Preis dafür bieten. Viele Artefakte sind auch für uns Magier von hohem Wert, so wie die Feuerkelche zum Beispiel. Ja, was sind denn die Feuerkelche bloß? Was ist an den Feuerkelchen so Besonderes? Die Feuerkelche sind uralt und gelten als verschollen schon seit vielen Jahren. Es heißt, dass sie mächtige magische Fähigkeiten besitzen. Aber ich bin kein Experte. Wenn du einen Feuerkelch finden solltest, dann bringe ihn zu meinen Ordensbrüdern nach Nordmar. Sie werden dir mehr darüber sagen können als ich. Ja, das liegt ja auch direkt um die Ecke. Mit diesen Feuerkelchen hat es tatsächlich etwas auf sich. Das werden wir später vielleicht noch sehen. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffen werde, alle zu sammeln, weil es davon eben doch eine ganze Menge gibt und die überall über die ganze Welt verteilt sind. So, jetzt kann er uns nämlich was hier über die alte Magie beibringen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Also ihr könnt mir altes Wissen erlernen oder auch Grundkenntnisse sowie Stabkampf. So, will ich aber alles nicht. Ich werde keinen Magier machen. Ich werde mich auf Nahkampf spezialisieren. Dabei zunächst erstmal mit Schild und Schwert, weil ich auch keinen Zweiwaffenkampf mag. Es ist übrigens sehr komisch, als ich gerade noch da drüben gestanden habe bei dem Typen und auch jetzt, wenn ich stehe, habe ich 30 Frames und sobald ich loslaufe, hackt das hier rum. Ich verstehe es nicht. Das Ding hasst mich, glaube ich. Hallo Marlo. Willkommen, Fremder. Was kann ich für dich tun? Ja, willkommen. Brauchst du Nahrung, Kleidung oder vielleicht einen starken Schluck aus der Schnapsflasche? Marlo verkauft dir alles, was du hier an der Küste brauchst. Na klar, Marlo. Aber wer bist du denn, Marlo? Ich habe deinen Namen noch gar nicht gehört, Marlo. Und ich kann ihn auch nicht über deinem Kopf lesen, Marlo. Wer bist du? Ich bin Marlo. Ach so. Ich bin der beste Händler hier an der Küste. Von Ardea bis Kap Dun. Was mich vor allem interessiert, sind Wertsachen. Silber, Gold, Edelsteine. Ich nehme alles. So, und das ist ziemlich gut gemacht, finde ich, denn dieser Typ, der nimmt, wie er selbst sagt, Wertsachen an und die sind tatsächlich mehr wert, wenn wir sie ihm verkaufen. Was machst du mit dem Kram? Ich kenne Wege, das Zeug in blanke Münzen zu verwandeln und die brauchen wir. Du unterstützt also eine gute Sache, wenn du mir das Zeug bringst. Woher kriegst du deine Ware? Wir haben Leute in den Städten, die sich um Nachschub kümmern. Wenn du uns erstmal ein paar Wertsachen besorgt hast, wählen sie sich dir zu erkennen geben. Ja, Subi, das werden wir später noch kennenlernen, dann in Kap Dun. Aber erstmal, wie gesagt, machen wir uns hier in Redok ein bisschen breit und schauen mal, was die so für uns haben werden. Nein, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Oder interessiert es uns, was an der Küste zu holen ist? Ach komm, egal. Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. Allerdings nicht umsonst. Alter Halsabschneider. Was gibt's in Kap Dun? Dieser dicke Alchemist in Kap Dun hat eine Truhe, wo er sein Zeug aufbewahrt. Die Orks bezahlen ihn mit der Beute aus ihrem Kriegszug. Da sollte was zu holen sein. Und sonst so? Wo gibt's hier an der Küste was zu holen? Ich kann dir ein paar Infos geben. Ja, das kennen wir ja schon. Allerdings nicht, was hast du noch? Was gibt es in der Wildnis der Küstenregion? Die Gegend hier wird vornehmlich von Banditen beherrscht. Der Boss dieser Bande heißt Ortega. Er sammelt seine Beute in seiner Höhle irgendwo im Norden. Wenn es was an der Küste zu holen gibt, dann dort. Irgendwo im Norden und dafür habe ich jetzt 20 Goldstücke bezahlt. Na super. Zeig mir deine Ware.
Zeig mir deine Ware. Wir werden jetzt noch mal den ganzen alten Scheiß hier verkaufen. Das auch. Haben wir hier noch was? Nö. Die Zauber, na gut, die können wir erstmal behalten. Ansonsten haben wir hier nur Fresskram und Heilzeug. Das können wir erstmal da lassen. Aber hier. Der muss weg. Die Schatulle ist auch Wertgegenstand. Ansonsten haben wir nichts, was von Wert ist, wie ich das sehe. Gut. Da machen wir Goldausgleich und tauschen den Kram. So, darf ich denn mal lesen hier? Ich möchte lesen. Geh mal weg hier. Geh weg, geh weg, geh weg. Ach Mensch. Na gut, wenn du schon am Lesen bist, dann benutze ich einfach dein Bett. Das hast du jetzt davon. Wir schlafen bis Mitternacht. So, fertig. Willst du jetzt ins Bett gehen, Marlo? Verzeihung. Los, geh ins Bett. Geh ins Bett. Sehr schön. Mann, was willst du? Ich will lesen, das ist alles. Hier steht nichts Neues. Ach Mensch, so ein Mist. Dann gehen wir halt mal hier runter. Und schauen mal hier. Leute, ich hasse es. Und gehen dann mal hier vorbei. Mann, was willst du? Mann, was willst du? An die Kiste ranzukommen ist gar nicht so einfach, weil die beiden hier irgendwie ständig wach sind, glaube ich. Ich will keinen Ärger haben. Ich will keinen Ärger haben. Ich kann nicht mehr. Geh jetzt besser. Geh jetzt besser. Das tun wir. Aber vielleicht komme ich dann später nochmal wieder, wenn dein Mann schläft und dann fick ich dich auf der Koralle. Um es mal mit Michael Mittermeier zu sagen. So, und jetzt aber endlich mal nach hier unten. Ich lasse mir ja schon wieder Zeit hier. Ihr könnt euch vorstellen, das wird bestimmt 500 Parts brauchen, bis ich hier durch bin. Aber mal schauen. Dann ist es eben ein Endlos-Projekt, nicht? Rebel, Rebel. Hier ist nichts Neues. Ja, und das hier, man sieht's auch gleich, finde ich, ist die Arena von Redok. Dieser wahnsinnige Prachtbau hier unten. Und da werden wir auch gleich mal kämpfen, denke ich. Aber vorher müssen wir erst nochmal mit den ganzen Leuten reden. Zum Beispiel mit diesem hier. Du bist neu hier, was? Ja. Yep. In letzter Zeit sind viele Flüchtlinge zu uns nach Redok gekommen. Aber dein Gesicht kenne ich nicht. Tja, das liegt daran, dass ich wirklich neu bin. Hast du hier das Sagen? Ich bin der Erfahrenste hier, wenn es um den Kampf gegen die Orks geht. Ich schätze, das macht mich zu einer Art Anführer des Rebellenlagers. Super. Du trägst die Rüstung eines Paladins. Ich war ein Paladin, bevor die Orks den Krieg für sich entschieden. Ich habe in der letzten Schlacht um die Hauptstadt Vengard für den König gekämpft. Jetzt bin ich genauso ein Flüchtling wie all die anderen hier. Und damit jammert wieder jemand rum, dass jetzt alles doof geworden ist nach dem Krieg. Jammercounter steigt auf 3. Erzähl mir mehr über den Krieg. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, mein Freund. Als wir Paladine unsere Runenmagie verloren und das magische Erz ausging, waren wir nicht mehr Herr der Lage. Die Orks hatten leichtes Spiel mit uns. So ein Pech aber auch. Wie kann ich euch unterstützen? Es gibt viele Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Du musst nur mal herumgehen und die Jungs fragen, die hier sind. Wir müssen uns rüsten für die Revolution in Khabdun. Ja, du wirst doch auch was für uns haben, oder? Ich brauche Waffen. Die brauchen wir auch. Da gibt es nur leider ein kleines Problem. Unser letzter Schmied ist im Kampf gefallen. Seitdem steht unsere Schmiede leer. Wenn du jemanden kennst, der seine Stelle einnehmen würde, dann schick uns den Mann. Klar, wenn ich jemanden um die nächste Ecke finde, vielleicht. Was weißt du über Xardas? Nicht mehr als jeder andere auch. Er ist mit den Orks im Bund, heißt es. Wenn du etwas rausfinden willst, versuch's mal bei ihren Schamanen. Das Problem ist nur, sie dazu zu kriegen, dass sie sich überhaupt mit einem Menschen einlassen. Das werden wir schon hinkriegen, da ich wie gesagt sowieso mit den Schamanen mit den Orks ein bisschen paktieren möchte. Mehr zumindest als mit den Rebellen, mit denen wir zwar jetzt auch etwas tun, aber später werden wir uns dann, wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir eher zu den Orks halten, denke ich mal. Wir haben die Orks aus Erdea vertrieben. Dir haben wir das also zu verdanken. Gute Arbeit. Ab jetzt kümmern sich unsere Leute darum. Wenn du uns helfen willst, ich habe andere Aufgaben für dich. Mensch, das hackt schon wieder. Ich weiß nicht warum. Die Frames sehen eigentlich gut aus. Erklär mir die Sache mit der Revolution. Die Städte von Myrtana werden von den Orks regiert. Jedoch befinden sich einige von uns Rebellen innerhalb der Städte und halten sich im Hintergrund.
Wenn die Zeit gekommen ist, mobilisieren sie die Sklaven und freien Menschen für die Revolution. Du musst diese Untergrundrebellen finden und ihren Anweisungen folgen, wenn du uns unterstützen willst. Ja toll, dann sag mir doch, wer es ist. Wer ist der Untergrundrebell in Kapdun? Er bewegt sich unter den Sklaven in Kapdun, um nicht erkannt zu werden. Ich hoffe, sie haben ihn noch nicht erwischt. Ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Dafür kenne ich dich zu wenig. Aber wenn du sein Vertrauen gewinnen kannst, sag ihm, Javier schickt dich, ihn zu unterstützen. Du alter misstrauischer Lurch, aber wir wissen immerhin schon mal, dass es einer der Sklaven in Kapdun ist. Dass es jetzt nicht bloß einen Sklaven in Kapdun gibt, davon können wir ausgehen. Aber gut, wir werden den Kollegen schon finden. Ich weiß natürlich auch schon, welcher das ist. Aber egal, ist jetzt auch nicht so schwer festzustellen.